Das solltest du eigentlich wissen. Es ist dein Haus. Es ist 1 Stunde 5 Minuten oder 1:05 Uhr. Eine Kerze gefunden. Großartig. Ich brauche sie wirklich. Oh, ich habe keine Streichhölzer da drin. Es ist die Frage, wie ich die anzünde. Ich soll halt erst die Kerze anzünden. Okay, es ist jetzt auf jeden Fall heller. Dadurch, dass ich den Herd angemacht habe. Job habe 3 Kerzen. Eine steht links neben meinem Fernseher, eine im Esszimmer und die dritte im Flur. 3 Kerzen, wie niedlich. Ich habe, naja, mehrere Packungen. Ich glaube 2 Packungen oder so an Kerzen oben auf dem Dachboden. Okay, also da ich ja nicht sicher bin, wann der Strom halt wieder zurück ist, sollte ich das halt anbehalten. Also jemand, der mir nahe steht, ich sollte meinen Klassenkameraden anfangen. Okay, also dieses Klassenalbum da, dieses Schüleralbum. Sollte hier irgendwo sein. Okay, also jetzt habe ich Stamina. Ich habe diese dicken Kerzenstumpen. Also die großen, die man auch jedenfalls in der Kirche sieht. Ah, okay. Ja, von denen habe ich auch eine. Die liegt auch mit auf dem Dachboden. Okay. Also dann. Wir haben jetzt Stamina und Sanity. Und wenn meine Stamina auf 0 landet, wird ein Timer von 3 Minuten runterzählen. Ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Okay, und wenn ich halt einen dunklen Raum betrete, also es wird definitiv deutlich sinken, wenn ich halt den, wenn ich halt in einem dunklen Raum bin. Und es wird wohl noch mehr sinken, wenn ich falsche Optionen wähle. Und bei der Sanity ist es genau das gleiche. Sollte meine Sanity auf 0 fallen, wird der Timer von 3 Minuten ablaufen. Wie in Phasmophobie halt. Okay. Also, ich kann meine Stamina und Sanity erholen oder halt erholen lassen, wenn ich halt in einem Raum bin mit hier mit limitierter. Wortfindung hier. Okay, ich übersetze mal ein bisschen anders. Wenn ich halt einfach in einem Raum bin mit Licht, glaube ich. So würde ich das jetzt einfach mal sagen.
Und da muss ich dann wohl für 8 Minuten, 8 Minuten, für 8 Sekunden oder so stehen. Okay. Ich habe auch ein Rest-Item, das ich einmalig benutzen kann, um das beides zu recovern, also beides halt zu erneuern. Ich kann aber auch Items finden, mit denen ich das erneuern kann. Also, ich soll ja herausfinden, wer der Mörder ist. Und dann habe ich mich zu verstecken. Das beides alles so zusammen innerhalb von 8 Minuten. Wieso geht das nicht? Na super. Was? Der Strom ist zurück. Ja, such mal bitte. Hä, warum ist mein Album hier drin? Uff, mal gerade die Englischkenntnisse in meinem Kopf entstauben und die Spinnenweben entfernen. Aber vielleicht auch daran, dass es recht spät ist. Ja, ist bei mir genau das gleiche. Zeit zählt trotzdem. Verdammt. Also kann es einer von denen sein. Juno, Jun, Biom. Also keiner von denen sieht halt irgendwie seltsam aus oder sowas. Jonas, Sung, Tae, Kyung. Also niemand von denen hat halt irgendwas gegen ihn. Okay, ich hatte dezente, oder halt, ich hatte einige Beziehungen mit Freunden in der Mittelschule und in der also Highschool halt, ne? Could it be my elementary school classmates? Also könnte es wohl mein elementarer Schulklassenkamerad sein oder so? Also ich denke nicht, dass irgendjemand von denen quasi so nah, also ihm so nahe steht so. Okay, also er hat die wohl gemobbt, okay. Also er denkt, dass seine Klassenkameraden innocent sind. Ich habe keine Ahnung. Vance? Keine Freunde? Geht's ja nur noch das. Also der Mörder kennt halt Euna. Und damit könnte es halt einer seiner Mitarbeiter oder so sein. Telefonnummer von meinen Coworkers. Das ist okay. Das ist schlecht. Ich kann mein Handy halt nicht benutzen. Da ist ein Notizbuch, wo ich die Telefonnummer hingeschrieben habe. Wo wird es sein? Wieso kann ich da nicht dran? Ja, such. Oh, ein Energy Bar. Restore Stamina.
Was auch immer das gerade für eine Tür war. Cedar Wives? Cedar Tives? So rum. Nee, das mache ich nicht. Aber dich werde ich mal benutzen. Beruhigungsmittel? Ach, sehr das heißt sind Beruhigungsmittel. Okay. Macht Sinn. Ist ja für Sanity. Drin ist auch immer wieder hell. Okay, ich hab's gefunden. Okay, also er hat schlechte Erinnerungen an seine Arbeit. Er hat dort alles aufgeschrieben, alle Erinnerungen und auch schlechte Erinnerungen. Und da geht es jetzt alles einmal durch. Sedativum halt. Kommt drauf an, was es ist. Bei manchen spielt man auf Folge 7. Alles klar. Kango. He got fired shortly after. Okay. Also, der wurde halt gefeuert und so. Oh. Okay, es ist über 3 Monate her, seit die eine, dass die halt ihre letzte Konversation hatten. Yishang, der Typ ist wohl nicht so redebedarfmäßig unterwegs, also der redet halt nicht so viel. Redegewandt so rum. Ich glaube auch nicht, dass er halt irgendwie, ne? Oina. Alles nur wegen mir. Wäre ich es nicht gewesen, oder wäre ich nicht gewesen, hättest du halt glücklich sein können und so. Es tut mir leid. Ich hätte halt nie gedacht, dass wir auf diese Art und Weise quasi getrennt wären. So. Wait, break up. Broke up. Oh. Ja, gut, okay, er hat jetzt eine Idee, weil er hat wohl schon mal mit jemandem Schluss gemacht. Und die Person könnte das wohl sein. Und die Person hat wohl einige Motive. Okay. Also die einzige Person, die so welche Sachen tun würde, ist eine alte, feste Freundin in der Universität. Soy Young. Okay, also das Puzzle ist geschafft. Und ja. Sollte irgendjemand irgendwas gegen ihn haben, wäre es sie. Aber warum? Was?